Moin, moin, Le Grand Rouge hier. Wir machen weiter mit Kingdoms Reborn. Unserer Gottheitskampagne. Ja, jetzt haben wir leider einen Fehlkauf gemacht mit der Medizin. Ich hab die zwar jetzt gekauft, aber jetzt. Ich hätte sie kaufen müssen, wenn die hier gerade anpflanzen. Weil jetzt verbrauchen sie Medizin über den Winter. Und wenn sie hier wieder die Kräuter anpflanzen wollen, dann haben sie ja wieder keine Medizin. Das heißt, sie arbeiten wieder nicht und. Ja. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like und einen Kommentar wünschen. Freuen. Nicht wünschen, freuen. Und wenn ihr mich mal live sehen wollt, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Link in der Infobox. Also machen wir weiter hier. Ja, gut, jetzt ist das hier alle. Die medizinische Kräuter. Und bäm. Machen sie nichts mehr. Oh, viele Investitionen, ey. So, gesamtes Geld haben wir da reingepflanzt. War hier im Minus drin. So viele Gebäude. Zu viele Gebäude. Na gut. Jetzt sind wir hier im Frühling. Die hier lasse ich mal offen. Stein brauchen wir durchgängig. Na dann, meine lieben Obstsammler. Vielleicht reicht es ja ungefähr für. Wir haben ja genug Medizinvorrat. Intus. Dass er hier erstmal nicht krank wird. Also ich glaube, wenn hier alles laufen würde an Nahrung, dann würden wir das easy peasy hinkriegen. Das Problem ist, ich habe nicht die Leute, um das laufen zu lassen. Mir fehlen die Leute. Problem ist, ich brauche hier. Mach die erstmal groß. Nochmal 4 Leute bekommen. Warum mal, sie haben zumindest 2 Felder sind komplett bestellt. Könnte also was werden. Jetzt nicht zu viele Leute verlieren. Alle unglücklich, ja, weil ihr krank seid und keine Nahrung habt. Sammelt. Jetzt baut das hier ab. Wirklich. Fast 3 volle Felder voller Nahrung, voller Medizin, baut's ab. Vielleicht ist das genug Medizin,
Ist nicht 100 Medizin von ihm, das könnte vielleicht, oder 200 Medizin könnte vielleicht bis zum nächsten Jahr reichen. Kohlemine, Schraubenweizen, ist das zusammen? Könntest du eigentlich du machen? Baut die Mine zusammen. Kommt schon. Baut's ab, bitte. Für mich. Oh, die bauen Kohle ab. Ist erstmal ein Produktionsziel von 5. Bitte baut die Felder ab. Bitte. Kommt schon. Baut die Felder ab. Bitte. Baut sie ab. Ihr habt sie angepflanzt bekommen. Jetzt baut sie auch ab. Nein, renn doch nicht weg. Nein, einfach nur abbauen. Lass die doofe Medizin liegen. Wirklich. Auch ja. Kommt schon. Hier ist gar keiner da. Mann. Keine Chance. Alter, was willst du denn dagegen machen, ey? Das ist doch lächerlich. Wirklich, was willst du denn dagegen machen, ey? Das ist doch so lächerlich, ey. Immerhin, Nahrung sah gut aus zwischenzeitlich. Sah so gut aus, die Nahrung. Ach. Ah.
Die hatten schon alles fertig gemacht und dann ja, mussten sie wieder sonst wohin rennen, statt dass da Abzug bauen, ey. Schade, das wär's gewesen. Uff. Ah, wir haben nicht genug Leute, um das unterhalten zu können. Die Industrie. Ich kann die hier nicht unterhalten, die Industrie. Produziert nicht genug Kohle. Nicht genug Stein für Sachen. Ach. Vielleicht doch hier irgendwie mit. Weiß nicht. Hier mit Weizen oder so. Meine, hier ist genug, was man hier unten anbauen könnte. Könnte man ja Nahrung holen hier unten. Wenn man mal ehrlich ist. Zu wenig Leute. Um das zu bestellen, was ich brauche. Brauche ich halt eine permanente Hämmerproduktion. Komme ich halt nicht weit. Immer Werkzeugmangel. Eine Kohlemine reicht bei weitem nicht aus. Auch nur annähernd alles mit Kohle zu versorgen. Ja, null Kohle. Null Kohle. Wenn die alle laufen würden, wäre Nahrung ja kein Problem mehr. Aber wenn diese Nahrung ist nicht das Problem, dass es eh keine Nahrung gibt. Dass sie das hier nicht auf die Reihe kriegen, ärgert mich so dermaßen. Ich so falsch gekauft habe. Wären jetzt die 100 Nahrung, jetzt die 100 Medizin angekommen im Frühling, hätte ich locker einen ganzen Schwung oder einen großen Schwung hier rausbekommen. Das ankotzt, dass ich das so verkackt habe. Ach, ich hätte nicht nachgedacht, ey. Ich hätte der Holz erstmal jetzt auch als Heizmaterial anbieten. Dass Kohle sich ein bisschen hochstecken kann. Brauche halt permanent Steine, ne, um halt. Die Werkzeuge sind gerade so, das eine reicht. Die ja nochmal verkaufen. Mehr Geld.
Höchstlauf. Bitte, lauft. Was zur Hölle? Nee. Noch Leute. Ich hab nicht genug Leute. Da ich das Stein halt permanent brauch und das Dings permanent brauch. Kohle halt brauch. Gehen wir auf eine halbe runter. Hier ist schon mal wieder Leute mehr. Ich sag dir, wenn es mit der Medizin erstmal anfängt zu laufen, dann klappt das auch. Ah, es läuft halt nicht mit der Medizin. Der geht hier sonst wohin zum Obst sammeln. Statt das Obst zu nehmen, was hier direkt an den Dingern ist. Wirklich. Ja, es wird halt nicht abgebaut, ne? Ich komme hier halt an nichts ran. Es wird halt nicht abgebaut. Ja, jetzt renne ich gleich wieder weg. Wirklich. Du auf jetzt hier. Hör auf hier zu pflanzen, bau ab. Ja, der rennt halt weg. Schwuppdiwupp rennt er wieder weg. Oh, ich wünschte nämlich, ich könnte sperren. Ich könnte Medizin sperren und sagen: Nee, ihr dürft jetzt keine Medizin nehmen. Ihr kriegt erst Medizin, weiß nicht, wenn ich 300 oder so auf Lager hab. Dass die einmal sich Sachen holen. Jetzt hören sie nämlich auf zu sammeln. Das heißt, die ganzen Nahrungssammler hören jetzt auch auf zu sammeln. Und dann fangen sie wieder an zu sammeln, die Nahrungssammler. Und dann rennen wieder alle zurück. Ja, wow. Von was? 250 Medizin oder so? Habt ihr was abgeerntet? Alter, 60 oder was? Unglaublich. Toll, jetzt habt ihr Medizin, aber ist doch eh alles wieder weg. Das ist ja, ist doch nichts Permanentes. Da ist doch total dämlich. Ja, guckt und schwuppdiwupp ist die Medizin wieder weg. Was hat er dir gebracht? Gar nichts. Oh. Ach, diese Logik, ey, der Leute.
bisschen Stein auf Vorrat bauen, aber es funktioniert hier nicht. Anscheinend sind wieder mit allen anderen Sachen beschäftigt, anstatt Stein zu ernten. Jetzt haben wir auch kein Holz mehr. Da hatte sich das als Heizmaterial krallen, logischerweise. Was ist ja hier Bedürfnisse, medizinische Kräuter, ja. Siebzig Stück. Muss ich mir im Sommer holen. Sommer muss ich sie mir holen. Bitte Frühling, jetzt hole ich es mir. Jetzt hole ich mir die Medizin, dann müsste diese ungefähr Mitte Sommer kommen und dann müssten die hoffentlich genug haben. Jetzt habe ich an den Feldern nicht vorher geguckt, ne? Es lohnt natürlich das überhaupt nicht jetzt zu machen, weil die Felder ja nicht bestellt sind. Okay, ich habe da nicht geguckt. Mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich meine, wenn Medizin schon mal nicht das Problem wäre, dann hätten alle Medizin, alle Werkzeuge, dann würde wahrscheinlich auch Nahrung und Holzproduktion schneller gehen und dann würden wir wieder auf unsere... Wir waren zwischenzeitlich mal auf 38, ne? Hier oben waren wir richtig gut. Jetzt sind wir aus dem tiefen Tal hochgekommen, ja. Würde auch alles andere mal schneller laufen. So, jetzt ist hier überall. Jetzt holen sie sich die Medizin. So, das heißt, reicht jetzt hoffentlich, damit die Leute sich jetzt hier mit Nahrung eindecken. Dann unten die scheiß Felder fertig machen. Ich. Kein Holz. So. Was für eine Heizmaterialien. Und jetzt bitte, bitte, bitte baut die Felder voll. Der ist voll gebaut. Bitte. Los. Ihr habt alles. Ihr habt Nahrung, ihr habt Hämmer, ihr habt Medizin. Jetzt macht.
now working. Los. Was soll ich dazu sagen? Mach dein Scheißfeld fertig. Weißt du? Ach, Mann! Spätsommer, noch haben wir Medizin-Bonus. Ich glaube, wenn die alle laufen würden, dann hätten wir genug Leute für Nahrung. Wenn die alle die ganzen Pilze laufen würden. Nein. Schade. War ein Versuch wert. Hier endlich mal irgendwie ins Positive zu kommen, aber sollte wohl nicht sein. Ja, guck ihn an hier. Rennt rum bis sonst wohin. Wo rennt er denn hin? Was ist dein Job? Medizin besorgen. Bau deine fucking Medizin ab. Früher Herbst. Könnt ihr bitte anfangen abzubauen? Ja, please. Nein! Nahrung holen. Alter, ich hab 200 Nahrung hier geballert, ne? Nein, er hat kaum was geballert. Mach bitte weiter. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ja, wo bist du? Hör auf anzupflanzen, Ernte. Ja. Nein, renn nicht weg. Mann, warum rennst du weg? Bitte nicht. He's running. Und du bau hier ab. Ja, los. Spätherbst schon. Nein. Nein, renn doch nicht immer weg. Hört doch auf, wegzurennen. Ja, naja, immerhin. 100 haben wir gekriegt. Ah, 100 wird nicht reichen. Ah, ah. Und jetzt auch noch einen Nahrungsproduzenten hinsetzen, Alter. Ich baue hier unten gleich noch eine. Das glaube ich, mache ich sogar. Springen. Mach mir den Obstding hier, wirklich. Mach mir hier unten den Obsttypen, damit die nicht sonst wohin rennen müssen, ey, wirklich.
Ja, nur Heizmaterial ist unser Problem. Schön, wenn ihr Steine abbaut. Krieg ich immerhin einen Einsprungsteine. Nice. Einsprungstein habe ich bekommen. Tja, ich habe so viel Forest-Technologie schon gemacht. Tja, cool Samen. Ah, ich müsste auf Tier 2 eigentlich mal gehen, langsam. Dafür bräuchte ich ihn hier, der permanent Möbel produziert. Ja, und die medizinischen Kräuter sind alle. Nicht gereicht, wie ich mir gedacht habe. Ziehen kann ich mir überhaupt nicht leisten. Warte mal, ich habe ja noch ein bisschen Leder gesammelt im Winter. Frühling. Decken die sich alle mit Nahrung ein? Mehr von den Feldern bauen. So, baust mir jetzt mal Holzmöbel zusammen. Plus 49? Oh boy. Hier kannst du dir jetzt aber Sachen holen. Es kommt gleich nochmal Medizin, die ihr euch holen könnt. Oh lol, die bringen ja echt mehr hier unten. Die großen Bäume hier unten. Krass. Brauchen wir mal Medizin noch? Der braucht ja nicht mehr antanzen. Nahrung holen. Dafür ist ja eigentlich der da. Wenn wir ehrlich sind. So, Mitte Sommer. Wir sind zwei Felder gepflanzt. Obwohl, doch, guck mal, vielleicht kriegen wir ja noch mal einen Schmuck Weizen. Ich erforsche schon mal den Rest hier. Schaffarm und Co. Cool.
für nächstes Jahr. Obdachlos. Okay. So. Cool. Wir können Stadt hochleveln. Das gefällt mir. Abgebrochen. Ich will jetzt erst hier den Sprung Medizin haben. Wo bist du eigentlich hin? Du hast hier unten Nahrung? Hämmerle bist du wahrscheinlich am holen. Was hast du? Medizin besorgen. Würdest du denn jetzt hungern? Früher Herbst. Das Feld könnte echt abgebaut werden. Wir bauen die Felder erst ab, wenn sie permanent belegt sind, ne? Geh nicht weg! Geh nicht weg! Die bauen die Felder erst ab, wenn die permanent. Schade. Wenn die hier jetzt weiterarbeiten würde, wäre das was. Na, sie rennt halt immer wieder weg. Okay. Du bist gefailed. Du bist gefailed. Kann schon mal andere Sachen machen. Was sich Leute brauchen, war. Schade. Wären die beiden nicht gefailt, dann wäre das echt was geworden. Ich meine, hier habe ich 107, 37. Ja, wenn die drei Felder abgebaut werden, habe ich keine Medizinprobleme mehr. Produziert ja alles. Ist ja mal erfrischend. Hier mal alles Sachen macht. Die werden gleich wieder runterdroppen, wie Hulle. Keine Werkzeuge hab, ja. Sind zu viele. Die hier Sachen brauchen. Too much. Im Endeffekt lasse ich die jetzt hochtecken auf Tier 2. Dass ich ins Mittelalter komme. Und dann weiß ich nicht, ich hier weitergehe. Naja, kann ich dann sowas wie, weiß ich nicht, ja, Feldbewässerung und so ein Schnickschnack erforschen. Tiefere Kohleminen.
das zweite Werkzeug. Steinwerkzeug. Droppen die Leute wieder runter. Das heißt, ich gehe wieder auf minimalste Ressourcen. Die Felder können alle bestellt werden. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Noch haben wir genug, um die ganze Nahrung zu sein. Ich brauche die Doppelholz jetzt. Die Frage, wo klaut er mir die Leute dann? Ja, hier bei den Pilzen klaut er sie mir. Was okay. Ich brauche Doppelleute. Leider auch. Ah, ich brauche hier voll Stein. Ohne Hämmer ist hier nämlich nichts los. Ach du Heidewitzka. Gar nicht gesehen, wie spät das schon wieder ist. Oh meine Leute, die Folge wird ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir kommen so langsam raus, glaube ich. Es wird. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt müssen wir nur hier... Das mit dem Stein und mit der Nahrung ist immer noch so eine Sache. Kohle sind wir noch meilenweit davon weg, dass wir wirklich Kohle überall haben. Aber das könnte sich dann später noch verbessern, wenn ich hier alles mit Stein ausrüste und so... Also Kohle wird in dem Playthrough wahrscheinlich ein riesiges Problem. Ich werde wahrscheinlich riesige Köhlerbezirke bauen müssen. Ja, so 6-7 Köhler oder so und dann da jede Menge Förster drum, bis ich das mit der Kohle gemanagt bekomme. Aber ja, wir haben die 40er Bevölkerungsmarke zwischenzeitlich geknackt. Wir haben ja jetzt auch 3 Felder. Die halbwegs ordentlich bestellt werden hier unten. Felder. Wir könnten dann hier langsam anfangen, Felder zu bestellen für Baumwolle und so. Hier unten müsste man mal gucken, wo hier die Grenze anfängt. Hier. Ja, so fängt die Grenze an. Mal gucken, ob man hier dann Weintrauben baut. Ein paar Weinreben macht. Da bräuchte man natürlich auch noch einen Lagerplatz. Gut, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Cheerio.